Huch, wer läuft denn da unten rum? Seht ihr die? Guck mal, wer da läuft. Ich bin nur, während ich den das Outro bequatscht habe, weiter gerade ausgelaufen. Ihr seht ja, da ist noch der Schneeberg. Ich bin also nicht sonderlich weit gelaufen. Und habe dann halt die Dame gesehen. Und das habe ich ja auch im Outro erwähnt, dass da überall welche sind. Und dann bin ich schnell hier hoch. Und siehe da. Hui, direkt vor unserer Haustür ist so eine Art Zeltlager. Ich hoffe, wir finden dort dieses... Freunde. Ich bin friedlich. Haben wir mittlerweile eigentlich. Wir haben doch bestimmt, haben wir doch hier. The Cloth. Ah, man kann auch Gearskin anziehen. Okay. Spoiled, spoiled, spoiled. Huch. Und jetzt kann man das mit G droppen, ne? Mit G. Ah, dann kommen wir immer in dieses Cheat-Menü, das ist voll ätzend. Ah, da wir eh kein Essen brauchen, können wir das verschimmelte Essen auch hier drin lassen, was soll's. Das macht ja keinem was. Was haben wir denn sonst noch so? Federn, Batterien. Plastiktorch, okay. Schildkrötenpanzer, den brauchen wir gleich auch. Eine Flare, Leaf, lalala, Schädel. Komm, wir trinken mal aus Spaß eine Cola und essen Snickers. Brauchen wir zwar alles nicht, aber was soll's. So. So. Und dann bräuchte man noch Münzen, die haben wir aber nicht. Von daher lassen wir es gerade mal. So. Hier unten kriegen wir auf jeden Fall Kloss, aber dort ist noch. Dort ist noch reger Verkehr. Da habe ich jetzt wenig Lust drauf, auf die Leute da zu treffen. Deswegen verstecke ich mich mal und hoffe, dass die mich hier nicht sehen. Der rennt auf jeden Fall mit 180 km/h da hoch. Ich glaube, die haben mich gesehen. Na, ist doch fürchterlich. Du bist ein Reh. Sag mal, ich will nur kurz hier ein Seil haben. Mehr will ich gar nicht. Alter. Ernsthaft? Wir könnten in Frieden leben. Wir könnten in Frieden leben, Kollege. Was bist du, du CD-Mann, hä? Kriegen ja keinen Schaden, Gott sei Dank. Huch. Aua. Alter, was bist denn du für ein Akro-Glaus? Alter, ist hier die Party los. Ich bin da mal kurz weg. Das sind mir dann doch irgendwie zu viele. Meine Fresse, ey, was ist denn hier los? Ich brauch da nur ein Seil. Jetzt gibt's hier kein Seil, oder was? Gibt's nicht in jedem eingeborenen Dorf so ein Seil? Wollen die mich verarschen? Oh nö, das gibt's doch nicht. Seil. Schön, dass es hier so viel Kloss gibt, aber ich brauche ein Seil. Ich lasse dich in Frieden, wenn du mich auch in Frieden lässt. Es gibt hier echt kein Seil, na super.
Und ich dachte schon, geil, da haben wir es schon gefunden, ging ja easy. Aber denkst du, nächstes Eingeborenen-Dorf suchen? Hat man wenigstens ein bisschen Action hier in der Folge, ne? Und ich hätte, habe ich den, den Timer, den muss ich doch noch zurücksetzen, nicht hält. Ich laufe aber erstmal weiter. Am besten immer der Küste entlang, so einigermaßen. Huch. Ab und an gibt es mal kurz ein paar Freezes. Es muss Freezer in der Nähe sein. Lalalalalala. Ich mache natürlich wieder schönen Sonnenaufgang. Obwohl man da wenig sieht, aber gut. Hier habe ich gerade auch was rot leuchten sehen. Das sind aber die Büsche. Toll, ich denke immer, wenn es so rot leuchtet, ist dieses Eingeborenen-Dorf. Ne? Wegen Tischen und so, die sind ja auch so rot. Aber nein. Hier stehen Teile im Wasser. Ah, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor Wasser, weil Haie und so. Huch. Kann nicht hochfliegen. Ist ja unfassbar. Der springt voll hoch. Was soll denn das? Jetzt habe ich das Ding schon wieder nicht ausgewählt. Hey, Alter. Hä? Volle Möhre draufschlagen. Passiert nichts. Sag mal, du bist aber auch. Hier ist ein bisschen buggy. Bisschen buggy. Boom. Klappt auch beim ersten Mal. Ist ja der Wahnsinn. Zack. Kann ich den da runterholen und dafür Seil mitnehmen? Nee, ne? Ist doch alles unfair. Alter, haben die den einfach so aufgehangen? Das ist ja wohl ziemlich krass. Huch. Ich wollte nicht runterfallen. Für was die Dinger da sind, weiß ich nicht. Aber es wird wieder hell. Da ist ja immerhin etwas. Nur wo finde ich jetzt so ein Eingeborenen-Dorf? Ich kenne mich halt überhaupt nicht aus. Voll miese Brise, miese. Es sieht auch alles gleich aus. Überall Wasser, überall Kannibalen. Da ist schon wieder der Nächste. Der ist bestimmt nicht alleine. Die sind ja nie alleine. Gerade so ein Anführer nicht. Aber der ist mir gerade Wumpe. Ich gehe jetzt einfach mal energisch an dem vorbei. Hier am Arschloch der Welt. Okay, von wo aus ist denn hier so ein Kannibalendörfchen? Das ist der Place, wo Kronk und Sarazar zuletzt waren in der Folge, die ich gesehen habe. Ich nehme natürlich ein bisschen im Voraus auf. Ich denke, wenn die Folge dann draußen ist, sind die komplett woanders, aber die waren, glaube ich, hier auf dem Ding. Hier sind die so drauf. Vielleicht doch nicht unbedingt hier, sondern hier sind die so drauf. Genau hier. Huch. Wasser. Ah, wo ist jetzt dann ein Dörfchen? Ein Dörfchen. Ich brauche ein Dörfchen mit Seilen. Was liegt da? Da ist ein Stein. Okay. Ja, gut. Ich laufe jetzt einfach hier weiter durch. Irgendwann werden wir schon zum Dorf kommen. Und wir laufen quasi einmal fast um die Insel. Wir sind schon wieder in der Nähe unserer Hütte. Wie kann das denn sein? Und hier ist wieder das Flugzeug. Hä? Also für mich Orientierungswunder ist das hier alles nix. Da ist noch ein kleines Dörfchen. Da laufen sie auch wieder mit 1000 Männern. Und es ist zum Kotzen, dass hier immer so viele laufen.
Nehmen wir wenigstens ein paar Stickies mit, die brauchen wir ja. Aber ich erinnere mich, hier gab es auch keine Seile. Nur Alkohol. Was war das? Münzen. Irgendwo ein Seil, komm schon. Ein dummer Stick. Seil, das ist doch ein Seil, oder? Ist das kein Seil? Hallo? Aha. Juhu, wir haben Seile. Wunderbar, jetzt ab wieder, nichts wie ab nach da hinten. An den Kameraden marschiere ich einfach vorbei. So, damit das Ganze auch schneller geht. Achso, ich habe vergessen, den Timer zurückzusetzen, immer noch. Warte mal, wenn die nächste Gerade kommt, dann mache ich das. Dem, 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 dem. Da sind wir aber irgendwie komisch gelaufen, ich weiß es nicht. Ich dachte, wir wären komplett ein neues Gebiet. So. Anhalten. Zurücksetzen, starten. Sind zwar jetzt schon ein paar Minuten hier unterwegs, aber dann habe ich eine ungefähre Idee, wie lange wir schon sind. Kurzer Freeze wieder, wie in meiner Sprache. Da hinten haben wir was fertig gebaut. Da wollen wir nicht hin. Wir wollen zur Baustelle. Lalalalalalala. Huch. So. Lalalala. Geht das Ganze wenigstens ein bisschen schneller hier. Hui. So schnell bin ich ja auch in echt. So sieht das auch aus, wenn ich laufe. Da zischt einfach alles an mir vorbei. Und du kannst gar nicht kontrollieren, wo lang du läufst. Wollte ich euch nur mal zeigen, wie das ist, ne? Damit ihr das auch mal live und in Farbe seht. Gut, dass das Ding hier noch da ist. Das gibt mir Hoffnung, dass sich The Forest wirklich in allen Belangen bessert. Und wir konnten gerade hier... Zack. Fertig ist es. Jetzt bauen wir auch hier unten den erstmal fertig. Den hier, der wäre am wertvollsten. Aber davon haben wir lange noch nicht genug. Uiuiui. Naja. Wenigstens haben wir das hier fertig. Das ist auch schön. Dann klettern wir nach oben. Lalalalalala. Huch. Ja, man sieht hier wirklich viel. Also, ich bin begeistert. Und hier hinten in der Ecke kann man speichern. Dann machen wir das nochmal. Weil ich dir einen nicht traue. So. Mit E kann man jetzt nach unten. Das ist schön. Hui. Gut, haben wir das geschafft? Freunde der Nacht. Wir können ja doch ein bisschen was, wa? So, das haben wir gebaut. Weapon Rack brauchen wir noch nicht. Lalala. Snackbar, Medizinkammer, brauchen wir alles noch nicht so gut. Sind wir noch nicht ausgerüstet. Das bauen wir später eventuell. Lalala. Defense Spike brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Ein Sep Collector können wir noch gar nicht bauen. Custom Foundation, Custom Roof, Stick Marker, achso, okay. Climbing Rope, cool. Was es alles gibt. Eine Bank, die muss natürlich sein. Vielleicht kriegen wir da auch unser Ding gut verbaut. Würde ich sagen, gucken wir mal hier in die Richtung. So. Schön aufs Meer gucken, ist ja klar. Eins. Huch. Hier ist sie. Wow. Aus einem so einem riesen Ding hat der... Das ist manchmal, also echt.
Da musste Forrest noch ein bisschen dran schrauben an der ja, Proportionierung, wie man wie viel Holz man für die Bauten braucht. So formuliert man das, glaube ich, ganz, dass man das verstehen würde. Das hier und dann Juftei. Komm, zack, zack. Maus wieder massakrieren hier. Boom, boom, boom. Ich will Späne fliegen sehen, Freund. Späne will ich fliegen sehen. Zack, zack, zack. Immer weiter und immer weiter. Und der Baum fällt. Lalalala. Die hier, die alle hier waren, scheinen ja weitergezogen zu sein. Das ist wunderbar. Wo ist meine Bank hin? Hier ist sie. Gucken, was passiert. Wir sitzen natürlich nicht ganz richtig, aber die Richtung ist richtig gebaut. Wir sitzen nur neben der Bank, aber die Aussicht ist fast schön. Wir können fast ungehindert aufs Meer gucken. Das ist doch super. So. Hätte man das auch gebaut. So, hier Sticky mitnehmen. Würde ich sagen, gehen wir mal auf Sticky-Jagd jetzt. Das ist ja immer mein Lieblingshobby, damit wir hier oben das schneller alles wegsammeln können. Aber irgendwie treffe ich die ja nie. Ist doch scheiße. Jetzt habe ich es einmal getroffen. Wo ich frustriert gehen wollte. Aber mit den Stickies, das ist echt. Hallo. Wie treffe ich dich? Aha. Muss ich da höher anvisieren oder was? Ah. Das geht. Höher anvisieren. Na, das muss man aber erstmal wissen. Ich stehe jetzt 100 Mal in den Kommentaren, wenn ich ein großer YouTuber wäre. So, dann bringen wir die gerade mal weg. Wir verlieren nämlich gerade schon die ganze Zeit welche. Lalalala, 10 von 22, also können wir noch ein bisschen weitermachen. Jetzt, wo man den Dreh raus hat, weißt du, was ist das? Man muss jetzt mal wissen, wo man hinschlagen muss. Das ist nicht so einfach. Freunde, das ist nicht so einfach. Und wir haben dann immer noch nicht fertig. Wie viel das auch einfach braucht, ne? Nur um da so ein paar Holzdinger drin zu lagern, weißt du, er musste so viele Dinge abholzen. Zack, jetzt geht's. Läuft doch. Weg mit dir, dich will ich nicht. So, jetzt weiß ich, wie die Stickies laufen, Mann. Zack, zack. Dann geht das auch ratzefatze. Zwei Schläge und Boom. Da muss man aber auch einen sagen. Von der Logik her denkst du ja immer so, jute, schlage ich da unten, ne? Dann ist das prima. Aber dass die ihren Hitpoint da oben haben, woher soll man das denn wissen? Woher soll man denn das wissen? So, die beiden nehmen jetzt auch einfach mal mit. Da ist auch noch einer. Lalalala. Ist immer schwierig mit den Holzdingern hier zu laufen, wenn man so schlecht sieht, ne? Huch. Da. So, und jetzt können wir die hier ablegen. Mit was kann man die hier reinlegen? Mit C, aber wird einem nicht angezeigt. Wahrscheinlich ist da der Bagger drüber oder was weiß ich. Schon mal ein paar Rocks hier nochmal sammeln. So, einen hat man noch hier oben, ne? Den einen nehmen wir natürlich noch mit. Tun den unten rein und dann sammeln wir weiter Stiggies, damit wir das hier alles schön fertig kriegen. Nimmt jetzt auch so langsam Form an hier, Freunde. Wie gesagt, wann ich die Folgen raushaue, werdet ihr wahrscheinlich jetzt gemerkt haben. Zum Zeitpunkt der Aufnahme weiß ich es gerade noch nicht. Ich kann nur vermuten, dass ich alle, ja, wann nehme ich denn da? Einmal die Woche irgendwie?
Ist zwar wenig, arschwenig, aber ihr müsst halt sehen, wie gesagt, ich habe nicht mehr ganz so viel Zeit. Ich muss sehen, dass das dann auch ein bisschen hält, damit man einen normalen Rhythmus beibehalten kann, ohne dass dauernd die Folgen ausfallen. Das ist halt das, was schnell die Leute, obwohl das, ja gut, für ihn ist es schon ein halber Beruf für den Turbinator, aber mich halt genervt, dass tausend neue Projekte da angefangen werden, aber die Regelmäßigkeit überhaupt nicht gegeben ist. Dann lieber erstmal weniger Projekte und dafür sieht man dann auch, dass es regelmäßig kommt, Umzug hin oder her. Das haben andere auch schon durch. Ich weiß, von was ich spreche. Zack, alles fertig, wunderbar. So. Da ein paar Sticks rein. Und hier könnten wir jetzt, wenn wir welche haben, noch, haben wir aber nicht, Stickies reintun. Okay. Jetzt können wir hier sammeln, wie wir wollen. Huch, schon wieder eine Ameise. Hui, die kann man nicht treffen. Na gut. Huch. Ist ja ekelhaft, dass unter jedem Stein hier so eine Ameise ist. So. Was ist das? Ein irgendwas. Oh, da hinten sind noch hier, ne, weiße Steinchen. Die bringen wir noch weg und dann gucken wir, was wir als nächstes bauen. Ich gehe da einfach der Liste nach durch, ne? Nicht irgendwie so, sondern einfach der Liste nach durch. Also Steine haben wir wirklich enorm viele. Da kann uns jetzt so schnell nichts passieren. Da oben haben wir ein safe Ding. Das ist auch super. Huch, der da oben findet das nicht ganz so super. Ein Bett. Pff, weiß ich nicht, was das bringen soll. Decorations. Ein Deerskin. Wow. Ein dekorativer Skull. Können wir natürlich so nicht anbringen. Da wir noch kein richtiges Haus haben. Animal Trap, gut. Bringt jetzt nicht so viel. Wir haben Besuch. Und es ist toll, dass man hier oben so viel sieht. Da rennt da die Sau. Falsch. Was war das? Ist gerade meine Internetverbindung wieder gekappt. Der ist ja ein Träumchen hier. Träumchen. Das und. Oh, jetzt habe ich Boost getrunken. Geil. Eine Bomb-Timed Molotow. Den hier. So. Mist, ist nicht reingelaufen. Verdammt. Naja, haben wir es immerhin mal gesehen. Und wir haben unsere Ruhe. Der wird jetzt so schnell nicht mehr wiederkommen, hoffe ich. Jetzt erzählt er aber seinen Freunden, dass wir doch nicht so freundlich sind, wie wir getan haben. Soll mir egal sein. Huch, da ist ja schon wieder der Nächste. Na, ging ja schnell. Guck mal weiter. Ich brauche hier Deadfall Trap, lalala. Food, Rabbit Cage. Water Collector brauchen wir auf jeden Fall noch. Dafür haben wir ja schon den Schildkrötenpanzer. Stellen wir am besten hier so hin. Ich glaube, das ist ganz geil. So, vier Stickies. Die kriegen wir auch noch zusammen. Jetzt, wo ich weiß, wie man Stickies kriegt. Hallo? Jemand zu Hause?
Nö, keiner da. Sind hier oben noch irgendwo Stickies? Stickies! So. So. Huch. Das Hupen war aber nicht gerade in dem Spiel, oder? Es wäre ja nicht sehr authentisch. Hab doch hier gerade noch mehr Stickies gesehen. Das sehen meine Augen doch mittlerweile, hat hier was leuchtet. Kommen hier noch auf einmal alle her? Naja. Haben wir ein paar mehr, die wir unten reintun können. Zwei, um genau zu sein, aber besser zwei haben als nichts. Und hier schwebt ein Panzer in der Luft. Yay. Zack. Das haben wir auch hier gebaut. Es geht so langsam vorwärts. Hier packt man die jetzt auch rein, damit man sieht, aha, das ist ein Sticky-Halter. Und nicht irgendwas. So, dann als nächstes bauen wir einen kleinen Garten, würde ich sagen. So schön hier oben hin. Ein bisschen drehen wäre nicht schlecht. Genau so. Das ist der Garten. Und daneben, um zu essen, so ein bisschen hoch, um ein bisschen Essen zu, ja, zu dingsen, machen wir den hier. So, jetzt brauchen wir zwei von den Baumstämmen. Das machen wir jetzt noch diese Folge hier. Da bin ich, obwohl hier schon wieder 15 Minuten steht und ich erst später angefangen habe. Aber den Luxus gönnen wir uns. Na, der Garten für zwei Baumstämme, das finde ich vom Verhältnis her in Ordnung. Kann man sehen, ja, haut ungefähr hin, ne? So, jetzt haben wir natürlich noch nichts zum Anpflanzen, glaube ich. Glaube ich. So, was brauchen wir hier? 8 Stickies. Ja, gut. Komm, die da unten. Lass mal gerade mal unten. Und lass mal unten sein. Komm, ich will für den Rest des, der Folge hier noch schön, ne, was sehen. Entschuldigung, dass ich das immer mache. Das heißt immer die meiste Zeit. Aber ich will ja, dass ihr was seht. Und wenn es dann zum richtigen Let's Play geht, falls ihr es sehen wollt, liegt ja an euch. Ne? Liegt an euch. Definitiv liegt das an euch. Das sagen sie alle, aber ich meine das auch so. Ich bin auch ein kleiner YouTuber. Ich kann es mir nicht erlauben, irgendwas aufzunehmen, was keiner sehen will. Also ich kann es mir schon erlauben. Mache ich auch die ganze Zeit. Ich nehme ja immer noch FIFA auf, obwohl das so alt ist. Und Fußball Manager 13, obwohl es so alt ist. Und auch sonst schon viele alte Spiele aufgenommen, obwohl sie alt sind. Brauchen noch 18 Sticks. Hat der echt so viel? Brauchte der so viel? War nicht die Rede von 8? Kommt denn jetzt auf 18? Es ist ja eine Frechheit. Und hier waren wir auch noch nicht. Das ist ja. Können wir noch welche tragen oder müssen wir gleich nochmal wiederkommen? Ne, wir müssen gleich nochmal wiederkommen. Toll. Toll, toll, toll. So, hier ging es runter. Nö, Lulu, ich könnte auch einfach hier runterspringen. Uns passiert ja nicht so viel. Hier liegt jetzt auch wieder ein Stick. Toll. Weißt du, immer wenn du die Hosentasche voller Sticks hast, liegen die auf einem auf dem Boden. Vorher nicht. Kann man das hier nicht nehmen, um es einzupflanzen? Das ging doch, oder nicht? Bin ich doof? Nö. Wieso können andere das nehmen und ich nicht? Lalalala. 8 braucht man noch. Das wäre auch gelacht, wenn wir die nicht kriegen hier. Huch, wieder kurzer Freeze, wie immer. So, die lagen jetzt hier überall auf dem Boden. Jetzt sind sie bestimmt weg. Das ist doch ein Hohn. Gerade lagen die hier überall auf dem Boden und jetzt sind sie weg. Ernsthaft? Spiel, du willst mich echt verarschen. Eins, zwei. Das Spiel ist so fies. Ach, das ist so ein Behinderter.
Nichts gegen Behinderte, aber wir brauchen den kleinen Stein nicht. Da ist noch eine. Da ist noch eine. Da ist noch eine. Da ist noch eine. Und jetzt haben wir genug. Obwohl, wenn wir schon mal dabei sind, nehmen wir den auch noch mit. Und den. Und den. Können wir nicht. Okay. Und die Pflanze können wir schon wieder nicht einsammeln. Ich dachte, man kann die blauen Büsche hier und so weiter mitnehmen, um dann im Garten anzupflanzen. Komisch. Stimmt, das haben wir auch. So, und damit ist die Folge auch lang genug. Ich gehe noch mal nach oben, um zu speichern, und dann begebe ich mich zur letzten Folge. Und dann reicht das eigentlich. Dann sind das 4 Folgen, wären 4 Wochen, wenn ich einmal die Woche raushaue, das ist okay. Dann könnte ich das schaffen, nochmal neu aufzunehmen. Huch, ich muss ja länger halten. Irgendwann werde ich dran denken. Und irgendwann genießen wir auch hier diesen Ausblick bei Nacht. Wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, dass wir The Forest auch mal offscreen spielen. Offscreen, ich bin so doof. Konzentrier dich, Junge. Wenn ihr wollt, dass wir The Forest auch mal als richtiges Survival-Spiel spielen, ohne Cheats und so, dann einfach Bescheid sagen, und ihr müsstet einfach dabei sein, wenn Fraps nicht läuft, wie flüssig das scheiß Spiel läuft. Weißt du, der Unterschied zwischen Fraps und hier? Ich meine, bei Fraps läuft es auch flüssig, ihr seht es ja in der Aufnahme. Aber jetzt, wenn Fraps aus ist, Alter, rennt hier nur so hin und alles, boah, mega. Also die Performance, ich bin richtig begeistert und ich hoffe, ihr auch. Daumen nach oben, wenn euch diese Folge gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Eure Wünsche, was sollen wir bauen? Wollt ihr davon ein richtiges Let's Play sehen? Und weiter und so fort und so weiter und so weiter. Und ja, und weiter geht's auch in der nächsten Folge. Von daher, danke fürs Zuschauen. Bis dahin, ciao!